Hey, willkommen zum 19. Teil von Ni no Kuni, der Fluch der Weisen Königin. Und ja, es geht jetzt weiter. In der letzten Folge haben wir einen Albtraum besiegt und ja, jetzt und gebrochenes Herz geheilt, ja. Jetzt müssen wir noch ein anderes gebrochenes Herz hier heilen. Oder eine falsche Tür, ja. Bin ich doof. Wir gehen jetzt zu dem Mädchen und sagen ihr, dass alles in Ordnung ist und sie sich wieder freuen kann. Und warum geht's hier nicht rein? Hallo? Doch, jetzt. Oliver, どうしたの? いや、パパに見つかったら大変。一緒に行こう、シェリー。え?外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。外に出ることを考えただけで、胸が苦しくなってくるの。シェリー。行きなさい、シェリー。え?パパ?シェリー、今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにして、レイシルともいつも喧嘩をしていた。おそらく、お前を縛りつけているものは、この私だ。パパ。お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、私とレイシルがお前という唯一のつながりを失って、一緒にいられなくなる。そう思っていたんだろう。だからお前は、お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私。もう大丈夫だ。パパもママもな。パパ。シェリー。パパを許しておくれ。パパ。羨ましいんか。え?ううん。素直とちゃうの。オリバー。え?私、勇気を出して外に出てみる。私を外に連れてって。シェリー。私、外にいる。外にいるよ。なんや、ええ気分やな。オリバー、ありがとう。Oh, Szene schon wieder zu Ende. Schade. Naja, ich freue mich so für dich, Myrtle. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft, Oliver. Ab jetzt gehe ich jeden Tag raus. Ich werde wieder zur Schule gehen und Leute kennenlernen und Kleider kaufen. Nicht Schuhe? Naja, die hat wohl einen Kleidertick, oder? Es ist schon seltsam. Ich hatte solche Angst davor. Rauszukommen, aber jetzt fühle ich mich mutig. Ich habe das Gefühl, alles tun zu können. Auch fliegen? Hör dir das an, Junge. Plötzlich hat sie mehr Mut, als man sich vorstellen kann. Ich kann's sogar von hier drüben spüren. Das stimmt, Tröpfchen. In Alcoweit gibt es jemanden, der etwas von diesem Mut gebrauchen könnte. Gut mitgedacht, Olli. Ein Tropfen von Myrtles frischem Mut ist genau das, was wir brauchen, um Esthers Heilung anzukurbeln. Was ist los, Oliver?
Myrtle, ich kenne ein Mädchen, das dir sehr ähnelt. Und sie hat es gerade sehr schwer. Du bist so mutig. Ich wollte dich fragen, ob du diesem Mädchen etwas von deinem Mut abgeben würdest, um ihm zu helfen und seiner Familie. Natürlich. Aber wie stellen wir das an? Mit Magie. Und ich kenne genau den richtigen Zauber dafür. Magie? Du bist ein interessanter Junge, Oliver. Aber okay, leg los. Gut, mach die Augen zu. So? Ja, genau so. Und jetzt Schloss öffnen. Herzempfang. Und wir haben... Du hast Mut erhalten. Yay. Es fühlt sich warm an. Mein Herz ist so warm. Das bedeutet, dass der Zauber geklappt hat. Vielen Dank, Myrtle. Und jetzt kann ich meiner Freundin endlich helfen. Hat er jetzt echt gesagt, jetzt kann ich meiner Freundin endlich helfen? Naja, das freut mich. Alles klar, Olli. Wir sollten etwas Mut ausliefern, was? Dann mal los. In Ordnung. Myrtle, ich muss jetzt gehen. Grüß deine Freundin von mir, okay, Oliver? Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Danke, Myrtle. Das werde ich. Bis bald, Oliver. Ja. Gut. Das heißt, wir können wieder zurück in die andere Welt. Nein, falsche Taste. Wir wollen Portal. Jetzt vor den Augen der anderen. Tschüss. Einmal kurz weg teleportieren. Und sind wir jetzt auf Raumschiff Enterprise angekommen? Ich glaube nicht. Nein, das sieht aus wie die andere Welt. Schade. Gut, dann helfen wir mal schnell der anderen hier. Geben ihr etwas Mut ab. Und es wird sicher bald wieder neue Aufgaben geben, wo wir dann die zwei nächsten Dinger hier von den anderen Menschen hier absaugen und den anderen wieder einpflanzen werden können. Genau dasselbe wie mit Enthusiasmus, nehme ich an. Du schon wieder? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Ich bin nicht... Herr Rashid, wir haben das fehlende Herzstück ihrer Tochter. Ihr habt... Was? Was denn? Bist du taub oder was? Er hat gesagt, wir können deine Tochter wieder hinbiegen. Ist das wahr? Sicher, Herr Rashid. Überlassen Sie das einfach mir. Aber ich weiß nicht, wieso, aber ich habe das sonderbare Gefühl, dass du die Wahrheit sprichst. Klar tut er das. Sieh dir doch sein Gesicht an, Mann. Können solche Augen lügen? Ja, können sie. Also gut, dann bitte ich dich, bring sie zurück zu mir, heile ihr Herz. Jawohl. Gut, dann heilen wir mal schnell ihr Herz. Hallo? Hier ist sie. Hier ist wer? Olli? Fair? Wie? Schick, genau. Wie ich's mir dachte. Wir haben ihr Herz wieder geöffnet. Jetzt kannst du es für sie heilen. Keine Sorge, das dauert nur einen Moment. Ich gebe dir Myrtles Mut, okay? Yep. Ihr Herz ist offen, wie ein Scheunentor. Knall einfach den Mut rein und die Sache ist erledigt. Knall einfach den Mut rein. Das, naja, Herz schenken. Das heißt, Herz reinknallen, nicht schenken. Mann. Er hat gesagt, ich soll sie schenken, ihr reinknallen und nicht schenken. Ach Mann, scheiße, ich komme jetzt selbst schon durcheinander.
なんだこれは。 私、どうしたのかな。 君は、ジャボーに心を奪われていたんだ。 私が心を？ 戻ったのか。 マル、本当にお前なんだな。 マル！ パパ。 すまなかった。 マル。 確かに、マルは勇気を奪われていた。でも、本当に勇気を失っていたのは、私自身だったんだな。オリバー、君はそれを教えてくれた。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び、一つながりの笛が、 この世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛？かつて世界が平和やった頃の、そら古い話やで。二の国の全ての王によって少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。その笛の根こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなって、もうどれくらいになるのだろう。 3人の王の仲がごっつ悪なってからは効かんな。やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。ああ、そうだな、マル。私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございます、ソロンさん。 Das hätten sie jetzt eigentlich auch noch vertonen können, aber naja, egal. Bitte nimm mich mit, Oliver. Ich will dir dabei helfen, Shaddaa zu besiegen. Ach, klingt doch gut. Ich habe auch so einen Vertrauten wie du, der mir zur Seite steht. Hier. Wow, du kannst auch mit Vertrauten kämpfen, Esther. Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Sie ist also mehr eine Vertrautenhüterin als eine Zauberin, oder? Auch gut, immer praktisch, so jemanden dabei zu haben. Das ist mein Broiler. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich möchte einen Broiler essen. Sie heißt Überenike, was? Überenike. Wie auch immer. Sag hallo, Überenike. Esther und ihr Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Schick, das wäre geklärt. Dann mal zur Sache. Du weißt, warum Oliver hier ist, stimmt's, Rashid? Tröpfchen? Das weiß ich. Du willst die Künste der Weißen erlernen. Oder nicht? Ja. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Okay, wir bekommen einen Zauber. Yay! Du hast eine Seite mit dem Zauber Drahtzieher erhalten. Kann ich damit jetzt Drahtzieher ziehen? Was? Hä? Wie auch immer. Du hast eine Seite mit dem Zauber Geheime Zutat erhalten. Geheime Zutat. Okay. Und noch ein, cool, du hast eine Seite mit dem Zauber magisches Licht erhalten. Oh, noch einer, du hast eine Seite mit dem Zauber Schockwelle erhalten. Schockwellen, alles klar. Danke, Herr Rashid. Es freut mich, dass es dir nicht an der benötigten Entschlossenheit mangelt. Schließlich bist du aus einer anderen Welt hierher gereist, um dich Shaddaa zu stellen. Das wussten sie? Dass ich aus einer anderen Welt komme? Meine ich. Hm? Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du ihre Seelenverwandten in der anderen Welt geholfen haben musst. Und nur jemand, der aus dieser anderen Welt stammt, konnte dies vollbringen. Wow, Oliver ist also aus einer anderen Welt?
ist also aus einer der anderen Welten, von denen du mir erzählt hast, Vater? Aus einer der anderen Welten? Gibt es noch mehrere andere Welten? Kann ich da auch noch hinreisen? Ja, cool. Aber, naja. Und er hat mich gerettet. Ja, es ist seltsam. Es kommt mir so vor, als wäre ich dir in einem Traum begegnet. Oliver, es scheint Dinge zu geben, die nur jemand wie du vollbringen kann. Du kannst unserer Welt vielleicht helfen. Ich werde dich dabei unterstützen. Vielen Dank. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shada besiegen. Vielleicht, aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Künste nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weisen konnten der dunklen Djinn. Konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Ein einfacher Junge benötigt mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Was meinst du? Er wird binnen kürzester Zeit eine Mordsladung Erfahrung scheffeln müssen, oder? Das muss er in der Tat. Erfahrung, die er durch die Prüfungen der Weisen erlangen kann. Oliver, du musst dich ihnen stellen. Prüfungen? Wo muss ich diese Prüfungen machen? Im Norden der Wüste, im Tempel der Prüfungen. Im Tempel der Prüfungen? Du meinst? Genau, die Heimatstadt des überragenden Weisen des Meisters der Vertrauten. Auch du hast noch viel zu lernen, Esther. Nur wer den Segen des überragenden Weisen hat, darf die Tore des Tempels öffnen. Ich werde euch begleiten. Danke, Vater. Du wirst die Prüfungen meistern, Oliver. Das weiß ich einfach. Danke, Esther, und danke, Herr Rashid. Rashid reist jetzt mit euch. Fein. Oh Gott, die ist ja Stufe 10. Okay, hier gibt's wieder jemanden, der ein bisschen zu viel von irgendwas hat. Hallo, ich spreche dich mal kurz an. Der Bananenbazar steht vor der Tür. Was soll ich Ihnen dieses Jahr schenken? Sie sind ja ganz aus dem Häuschen. Natürlich, junger Mann. Der Bananenbazar öffnet bald. Dann werde ich das unschätzbare Vergnügen haben, Geschenke für meine Enkelkinder zu kaufen. Herrje. Wie viele Enkelkinder haben Sie denn? Ein Moment. Wenn man die mitzählt, die übrigens ganze... Wenn man die mitzählt, die übers ganze Land verstreut in anderen Städten leben, dann so um die 30. Herr Jemini. So viele, das sind aber ziemlich viele Geschenke. Mag schon sein, aber für jedes bekomme ich im Gegenzug ein unbezahlbares Kinderlachen. Und ihr Glück ist meines. Mögen die Vorväter sie behüten. Verdammt, der Mann ist ja fast ein Heiliger. So viel Güte findet man bloß alle Jubeljahre. Meinen Sie, dass Sie uns vielleicht etwas helfen können? Es könnte Leute retten, die in Schwierigkeiten sind. Könnte es? Aber ja, bitte sagen Sie, dass Sie uns helfen werden. Ist ja schon gut, weil du so nett gefragt hast. Vielen herzlichen Dank. Und ja, wir empfangen jetzt das Herz, haben wieder etwas Güte auf Lager. Und können damit hoffentlich bald auch jemanden helfen. Oh, was für ein fantastisches Gefühl. Mein Herz, meine Seele fließen über vor lauter Wärme. Yep. Ist hier noch jemand? Hier sind drei Leute, die blinken.
Habe ich irgendwelche Aufgaben von denen angenommen? Von denen ich noch nichts weiß? Erstmal hier mal gucken, was wir hier finden. Ein Eisbecher. Jo. Der hier. Nein, du kriegst es nicht zurück. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht damit fertig. Was ist los mit dir? Gestern hast du mir gesagt, dass du es zurückgeben wolltest. Hey, ihr zwei, hört mit der Streiterei auf. Was ist denn los hier? Das Problem ist, dass dieser Dieb hier mir das Bilderbuch nicht zurückgeben will, das ich ihm geliehen habe. Es ist doch nur ein Bilderbuch und noch dazu ein ziemlich schlechtes. Wen interessiert's? Mich interessiert's. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Du musst es zurückgeben. Ach, lass mich in Ruhe und verschwinde. Verflixt. Entweder hat ihm einer das Herz gebrochen und jeden Tropfen Güte rausgepresst, oder er muss mal kräftig übers Knie gelegt werden. Meinst du, dass er ein gebrochenes Herz hat? Aber er wirkt so peppig. Naja, es kommt darauf an, welcher Teil vom Herz geklaut wurde. Kann mit einer Persönlichkeit die verschiedensten Sachen anstellen, weißt du? Wie auch immer. Viel wichtiger ist doch, dass wir da jetzt... Was wir da jetzt unternehmen können. Sollen wir dem anderen Kerl helfen, sein Buch wiederzukriegen? Könnten wir ja diese Aufgabe übernehmen, natürlich. Aber sicher, ich will nicht, dass sie aufhören, Freunde zu sein. Wunderbar, dann müssen wir eine Portion Güte von der guten alten Güte suchen. Dann müssen wir jetzt eine Portion von der guten alten Güte suchen. Bring mich alles durcheinander hier. Gehen nicht? Ja. Tun wir. Und habe ich jetzt einfach so das Ding angenommen? Neu? Ja. Also muss man nicht unbedingt zum Dings gehen, oder? Zum Auftragsexpress. Ja, wir haben Güte. Wir wollen das Herz jetzt, schenken. Schenken. Und Aufgabe gelöst. Was? Was ist passiert? Ich wollte das Bilderbuch zurückgeben, aber dann... Wirklich? Du wolltest es zurückgeben? Aber natürlich, ich gehe gleich und hole es. Bitte entschuldige, dass ich so egoistisch war. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, wieder normal zu werden. Bitte nehmt dieses kleine Geschenk an. Du hast folgende Belohnung: 2 Tassen starker Kaffee und 100 Gulden. Ja. Da erinnere ich mich wieder zurück, dass ich viel zu viel Geld habe. Und ich gehe mal kurz zum Auftragsexpress. Weil hier werden jetzt schon die Missionen angezeigt, Aufträge angezeigt, die ich annehmen kann. Aber naja, vielleicht gibt es ja noch mehr. Ja, hier hat wieder jemand ein bisschen zu viel von irgendwas. Werde ich mir dann natürlich gleich mal das Stück Herz rausreißen, wenn ich hier wieder rauskomme. Ja, ich werde dich einfach fragen, ich werde es mir rausreißen. Mal gucken. Ja, es gibt noch 2 Aufträge. Jemand vor dem Gasthaus zum Katzenkorb in Alkoweit. Sieht besorgt aus, natürlich. Scheint Hilfe zu benötigen. Currybudenbesitzer. Okay. Die 2 werden natürlich angenommen. Und dann fragen wir natürlich mal, ob es wieder Monsterjagden gibt. Ja, kennen wir schon. Monsterjagden. Der Babananenbandit. Östliche Schimmerland.
im östlichen Schimmersand. Schimmersand. Ich habe jetzt schon Schimmerland gelesen, weil da drunter Sommerland steht. Flammenrobe. Ja, will ich annehmen. Natürlich. Okay, haben wir wieder 3 Aufträge angenommen. Und... genau, ich wollte nochmal zum Waffenladen. Mal gucken, ob es da wieder was Ordentliches gibt. Ob ich da meine Tierchen ausrüsten kann. Klar, einen Kunde. Natürlich, können wir schon kaufen. Aha. Okay. Knochenschwert. Kaufen wir das doch mal. Das. Du hast ein Knochenschwert gekauft. Wunderbar. Natürlich wollen wir das gleich ausrüsten. Und... kaufe ich das Ding hier 2-mal? Nein, nur 1-mal. Damit für Esters Vertrauten. Ja. Ah, da ist noch ein 3. Platz. Dann sind wir dann wahrscheinlich irgendwann mal zu dritt. Jeder hat 3 Vertraute. Okay. Soweit, so gut. Das Ding hier noch. Für unseren... genau, Luffy heißt der, genau. Gucken, was kann ich hier verkaufen? Schartiges Schwert, getragen 0, Beutel 2. Einmal können wir es ruhig verkaufen. Schneckenhorn. Verkaufen. Frostspeer, keine Ahnung. Knochenschwert. Habe ich immer noch eins? Hä? Hätte ich gar nicht kaufen müssen. Verdammt. Ich weiß selber nicht, was ich so alles im Inventar habe. Gut. Nein, Karte. Gucken wir gleich mal hier. Was fehlt? Diese Person hier. Oh, ich habe ja solche Angst. Ich kann einfach nicht gehen. Ist etwas nicht in Ordnung? Sie wirken ein bisschen unglücklich. Das bin ich auch, mein Junge. Willst du meiner traurigen Geschichte lauschen? Sicher. Danke sehr. Du bist ein gutherziges Kind. Weißt du, ich... verkaufe Alkuweits feinste Milch-Eiscreme. Ich war im Begriff, eine Reise anzutreten, auf der ich erforschen wollte, wie ich meine Ware noch erfrischender und wohlschmeckender machen kann. Ach, das waren sie? Wohin soll's denn gehen? In ein Dorf im Reich des Eises, weit hinter dem Horizont. Die Leute dort kennen sich mit Eis sehr gut aus und ich hoffe, von ihnen zu erfahren, wie ich meine Ware noch weiter verbessern kann. Das ist fantastisch. Es braucht viel Mut, um in die große, weite Welt hinauszuziehen. Viel Glück. Du verstehst nicht. Ich kann nicht mehr auf diese Reise gehen. Obwohl ich so viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung investiert habe. Was? Warum denn nicht? Hast du nicht eben gesagt, dass du dich zu der Reise entschlossen hast? Ich bin von panischer Furcht erfüllt. Gerüchte über wilde Bestien, die durch das Land streifen, ängstigen mich. Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Was ist
nicht nur mit mir geschehen, wo ich doch einst so mutig war und so sehr danach strebte, die nächste Stufe der Eiscreme-Entwicklung zu erklimmen. Das sieht mir gar nicht nach einem ganz normalen Sinneswandel aus, oder Tröpfchen? Meinst du, er hat ein gebrochenes Herz? Das kann gut sein, Olli. Du brauchst ein bisschen Mut, der Gute. Braucht ein bisschen Mut, der Gute. Ja, natürlich nehmen wir das an. Und ohne den wird das nichts mit seiner Eiscreme-Revolution. Ganz schön traurig. Natürlich nehmen wir das an. Reiseangst. In dem Zustand können wir ihn nicht zurücklassen. Wir müssen etwas Mut für ihn auftreiben. Schick, dann legen wir mal los, oder? Und ich glaube, hier in der Stadt gibt's schon einen, der zu viel Mut hat. Vorhin schon das grüne Leuchten gesehen? Es gibt leider nur einen, der hier leuchtet. Grün leuchtet. 15 Gulden, hat sich gelohnt. Wunderbar. Bei den Bärten der Vorväter, wir haben sie letztes Mal so hart bestraft und trotzdem sind sie zurück, um auf den Feldern noch mehr Chaos zu sehen. Was? Was ist denn los? Es ist schrecklich. Wilde Kreaturen, die nichts Gutes im Sinn haben, laufen auf unseren wertvollen Bananenfeldern Amok. Wenn das so weitergeht, habe ich keine andere Wahl als Nacht für Nacht durch eben die Felder zu patrouillieren, auf denen ich tagsüber arbeite. Mann, oh Mann, das klingt nicht gut. Sind diese Kreaturen gefährlich? Gefährlich? Die würden meine Existenzgrundlage von den Bäumen pflücken und fressen. Ich habe keine andere Wahl, als sie von meinem Land zu vertreiben. Wow, das ist ganz schön mutig. Schon, gell? Nicht jede Frau in dem Alter wird abends noch losziehen, um Monster zu verkloppen. Ich sag dir, die hat was in rauen Mengen, Mann. Genau, Mut. Das ist die tapferste Dame, die ich je gesehen habe. Sagen Sie, wäre es möglich, dass Sie uns etwas von Ihrem Mut leihen könnten, um damit Leuten in Not zu helfen? Leuten in Not? Ein Kind in deinem Alter zu sehen, das bestrebt ist, Gutes zu tun, ist schon was Feines. Nehmt von mir, was ihr wollt. Gib mir dein ganzes Geld. Vielen Dank, gnädige Frau. Herzempfang. Und wir haben Mut erhalten. Du hast Mut erhalten, habe ich doch gesagt. Gut. Wie seltsam. Mein Herz fühlt sich leicht an, aber auch warm. Ein komisches Gefühl, aber keineswegs unangenehm. Wäre das denn alles? Schön. Na toll. Also gut, den einen Auftrag erledigen wir jetzt. Und dann beende ich diese Folge für heute wieder. Und einen Auftrag haben wir noch und eine Monsterjagd für die nächste Folge. Und mal sehen. Ha, umdrehen. So. Hey, du hast doch Mut dabei, oder nicht? Wende Herzschinken an und gib ihm was davon ab. Worauf wartest du? Ich warte darauf, dass du fertig bist mit Labern. Schinken. Und? Bei den Bärten der Vorväter, ich bin von kolossaler Kühnheit erfüllt. Ich fürchte weder Mensch noch Bestie. Ich vermag jedes Lied Leid zu ertragen. Jedes Lied zu ertragen. Wenn meine Anstrengungen dazu beitragen, die Entwicklung der Eiscreme voranzubringen. Schick, sieht aus, als ob da einer wieder ganz der Alte wäre. Genau, das geht Ihnen, hä? Es geht Ihnen jetzt viel besser, oder? Besser. Besser? Es geht mir besser als besser. Ich muss sofort zu meiner Reise aufbrechen.
Ihr habt meinen Dank. Auch wenn ich damit nur einen Bruchteil meiner Dankbarkeit zu zeigen vermag, bitte ich euch doch, dieses Geschenk anzunehmen. Du erhältst 3 Karottenküchlein und 100 Gulden. Na toll. Uns fehlen nur noch 3 Verdienststempel, dann haben wir wieder eine Stempelkarte voll. Gut, ja. Ich speichere hier. Und beende die Folge für heute. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.